Letzten 24 Stunden war es so, dass wir da im Hintergrund einen Hanganbruch gehabt haben für eine Rutschung. Da ist mit der Landeswarnzentrale Kontakt aufgenommen worden. Und es war aber dann so, dass es über Nacht aufgrund der extremen Niederschläge, was wir nicht mehr gehabt haben, eben noch mehr Hang nachgerutscht ist und da eben zwei Gebäude komplett zerstört worden sind und ein Haus gefährdet ist. Ist nicht aber lustig, nee.